Morgen. Also, gestern hat das ja nicht mehr ganz so hingehauen mit der Sellerrunde. Einfach aus dem einfachen Grund, weil es gepisst hat aus Eimern. Also nicht aus Eimern, aber es war halt nass. Ja, und da hatte ich jetzt keine Lust drauf. Heute ist aber ein neuer schöner Tag. Noch ist es schön, es soll aber auch wieder regnen. Hoffentlich erst, wenn wir unser Ziel erreicht haben. Wir schauen mal. Unser heutiges Ziel ist erstmal unsere Sellerrunde noch komplett zu machen. Oh, mein Stoppschild hat mich angehalten. Oh, weia, weia, weia. Schlagt ihm die Hände ab. Ja. Jedenfalls unsere Sellerrunde komplett zu machen. Das heißt, uns fehlen noch das Grödner Joch und das Sellerjoch. Des Weiteren bin ich ja gestern im Pordoi schon gefahren. Den Fedaya aber nicht. Gestern war es nämlich so, dass da irgendwelche Arbeiten stattfanden und deswegen gesperrt war. 1,779 und 1,70 für Liter Diesel. Mein lieber Mann. Das tut ja weh. Ja, also das Lustige oder Traurige oder was auch immer gestern war noch, als dann da die Straßensperre war beim Fedaya, wollte ich umkehren. Und da war es natürlich abschüssig. So, ich bin mit dem linken Fuß ins Leere getreten und es kam, ich kommen musste. Ich habe die Gute ganz sanft und sachte abgelegt. Am Motorrad letztens nichts. Der Sturzbügel hat, glaube ich, zwei ganz kleine Kratzer, die man gar nicht sieht. Und der Koffer hat auch so ein, zwei Kratzer im Plastik halt. Ne? Aber am Motorrad nichts. Also Sturzbügel und Koffer schon das erledigt, was sie machen wollten, und zwar das Motorrad schützen. So, na gut. Will aber auch sein. Nochmal zum Tagesziel heute. Also, Sellerrunde fertig machen. Und danach geht's kreuz und quer über Vossella Staulanza und Passo Duran und was noch, den Mangen und den Rollepass und alles sowas in Richtung Gardasee. Also noch nicht ganz bis an die Gardasee ran, aber bis vor die Haustür. Und zwar nach Pomarolo. So, aber jetzt wird erstmal die Klappe gehalten und das Grödner Joch gefahren. Bis später. Das muss ich kurz festhalten. So, hier ist also die Passhöhe vom Grödner Joch. Die Handdeckenläden haben noch nicht mal ihre Karten nach draußen gerollt. Ist auch gar nicht so schlimm, denn wir fahren sofort wieder. Wir haben viel zu tun, es gibt viel zu tun.
LKW. Ja, sehr schnell. Oh, ist das schön. Seht mal. Wunderschön. Achso, für all diejenigen, die es vielleicht nicht wissen und die rätseln, welche Jahreszeit das ist, in der ich hier umherfahre. Also hier in den Dolomiten, ganz oben, wird wahrscheinlich gerade erst Frühling. Es ist gerade Anfang Juni. So, das war das Gröner Joch. Hoch und runter. Als nächstes kommt das Sellerjoch. Und ab geht's. So, und wieder bin ich froh über diesen Reifen. Gestern hat er mir schon mächtig Glück und Segen gebracht, als ich im Regen die den Pass hoch und runter gefahren bin. In Campo Longo bin ich ja dann noch gefahren. Weil ich dachte, okay, das hört schon auf. Also es hat bloß genieselt, als ich losgefahren bin, aber dann wurde es doch noch ein richtiger Regen. Naja, wie immer auch sei, ich war erstaunt. Also aus den Kehren raus, also erstmal in den Kehren bin ich natürlich gefahren, wie auf Eiern, also auch nicht ganz, aber längst nicht mit der Schräglage, die sich für eine Kehre gebührt. Aber aus den Kehren raus zu pfeffern, was man da für ein Gas anlegen kann, ohne dass die Traktionskontrolle kommt. Erstaunlich. Erstaunlich, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Respekt an den Reifen. Und genauso auch Respekt an den Reifen, dass hier rauf auf den Pass und gleich. Und er hält und macht alles mit. Dann bin ich absolut begeistert. Ich hatte ja vorher den Roadfahrt 3 drauf. Dunlop, glaube ich, ne? Ja. Auch kein schlechter Reifen. Aber ich gebe zu, bin seit jeher bin ich Michelin gefahren und ich bin einfach das Michelin-Männchen. Also, Michelin ist meine Marke. Das hat ja jeder so seine Marke, dass er sagt, ja hier, ich fahre am liebsten Pirelli oder ich fahre am liebsten das oder dies oder das. Gibt es schon noch welche, die den Roadmart 3 als den Reifen schlechthin betrachten? Ich gehöre nicht dazu. Aber ist auch wurscht. Hat ja jeder so seine Vorlieben, wie er möchte. Und ich finde einfach Michelin richtig gut und der Road 5, mein lieber Mann. Und wie man den halt auch auf der, selbst auf der Rennstrecke rannehmen kann. Also hier nach dem beherzten Pässefahren, da hat er schon so leicht zu schuppen begonnen. Also ganz leicht so angegröselt. Aber gut, das war ja halt noch nicht heftig. Da geht noch mehr. Und wenn du ihn richtig, richtig rannimmst, dann siehst du, wie er wegschmilzt. So, sind wir jetzt hier etwa schon auf dem Sellerjoch? Das wird ja schon fast schon. Oder auch nicht. Ich will mir eh nur schnell einen Sticker abholen. So, dann kommen wir jetzt bald auch zur eigentlichen Passhöhe. So, oh, da sind ein paar Bröckchen runtergekommen. Sella ja auch. Paso Sella, wunderbar. Weiter geht's. Mann, ist das schön hier.
So, da sind wir wieder am Port Oi. Gestern war ja hier die große Vespa-Prozession. Oh ja, keine Ahnung, ich glaube 2 Dutzend Vespas irgendwie hochgefahren sind und da wild gemacht haben. So, dann mal zum Paso Duran.